Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge sind wir ja von vom Bahnhof, Bortel Bahnhof hier zum Holdau Postamt gefahren. Da stehen wir auch noch mit unserem A37 vom Bremen Nord Add-on, ne, mit der schönen AVG-Lackierung. Und das bedeutet, wir sind weiterhin auf der Linie 22 unterwegs und fahren heute zur Siedlung Hof von dem Postamt hier. Fahrzeit ca. 20 Minuten, 25 Minuten. Ich muss einmal kurz umbeschildern. Und sind natürlich weiterhin auf der Karte Alheim-Laurensbach unterwegs. So, dann machen wir es einmal um hier. Umbeschildern. Wie ging das nochmal? Also muss ich hier einfach nur die eine Zahl wegmachen. Und ich habe den Linienlistenplan hier. Das ist die 01, müsste das sein. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, 01 brauche ich gar nicht drücken. Ich muss einfach nur hier. Na komm. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier soweit richtig ist. Alheim-Bortel, Siedlung am Hohen. Das sieht gut aus. Und wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Und zwar 21 Minuten, echt? Okay. Läuft. Wann geht's denn da los? Warte mal, sieht man am Hohen? Bortel Bahnhof? Warte mal, mal kurz gucken. So. Das ist die 22. Ja. Ich würde sagen, wir fahren hier mal rein. Und wann geht's denn los hier? Ich guck mal kurz auf die Abfahrt. 14.09 Uhr. Ah ja. Da können wir mal ein bisschen hier vorspulen. Machen wir mal 14 Uhr 6. So. Spulen wir mal ein bisschen vor, dann lädt er wieder. Und dann können wir gleich unsere Fahrt dementsprechend fortsetzen. Wir sind auf jeden Fall rechts rum. Und werden dann gleich hier losfahren. So. Ich würde sagen, auf geht's. Habe ich noch Türen auf? Ne, habe ich nicht. So, wir müssen hier rechts. Dann gucken wir gleich mal. Oh, ist ganz schön eng hier, du. Ganz schön einlenken, du. Nächster Halt, Holthausstraße. So, Holthausstraße. Das geht hier ganz schön runter, du. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Boah, ist halt eng hier, hör mal. Das ist ja ganz schön hier. Ach, das geht hier runter. Ah, ja. Okay, wollen wir gleich mal gucken, ob wir hier richtig sind. Aber ich denke aber schon, es war ja zumindest ausgeschildert. Lalalalalala. Oh, jetzt fahren wir hier links rum. Hier haben wir so ein bisschen Einkaufspassage. Und dann geht es hier wieder, glaube ich, zurück. Ah, da geht es zum Siedlung Hohn. Ach, auf die andere Seite. Ah, ja. Das heißt, ich hätte eigentlich... Ach, hier muss ich den... Ach, jetzt verstehe ich das. So. Da ist sowieso keiner. Das heißt, wir können direkt weiterfahren. Und fahren jetzt hier zum nächsten Halt. Und jetzt gibt das Ganze einen Schuh für mich. Natürlich wieder bordsteintechnisch hier super unterwegs. Ihr merkt das schon und so. Ja, das heißt, die Woche hattet ihr wieder zwei Folgen. Letzte Woche hat es leider nicht funktioniert. Kann mal ab und zu nicht klappen. Aber da bitte nicht böse sein. Ne, sondern einfach Verständnis haben, dass es vielleicht nicht immer funktioniert. Immer normal. Ach, ich will auch noch ein Ticket. Es besteht Übergang zur S-Bahn.
Jetzt will auch noch ein Ticket hier, hör mal. Ja. Warte mal hier. Wollen Fahrschein. Ja, kriegen Sie doch, Mensch. Wird doch ruhig, Manni. Alter. Danke. Bitteschön. So, irgendwas ist hier ganz falsch. Hier ist kein Bortel Bahnhof. Ey, ist das überhaupt richtig hier? Siedlung Hohn. Alheim Bortel. So richtig hier. Aha. Irgendwas passt da nicht. Egal. Fahren wir erstmal weiter. Auf jeden Fall, die Leute steigen ein. Deswegen scheint ja da alles richtig zu sein. So. Holthausstraße, jo. Hä? Okay. Manchmal echt komisch hier mit den... Ich glaube, da war rot, ne? Ach, guck mal hier. Da ist eine Hochbahn. Ja, geil. Ist ja wie in Hamburg. Aber ist eher eine Schwebebahn hier, ne? Oder? Ja, sieht auch sehr cool aus. Hat sich auf jeden Fall einiges getan hier, seitdem ich letztes Mal hier unterwegs war bei der Karte, weil das macht auf jeden Fall echt Spaß hier. Guck mal, da sind wir jetzt beim Hauptbahnhof. Wieso ganz falsch hier? Irgendwas passt hier überhaupt nicht. Irgendwas passt die Anzeige nicht zu dem... Man sieht noch Hof, ist das eine andere Strecke? Was willst du? Eine Fahrschein, ja. 1,60. Fahrschein Kurzstrecke. Bekommen Sie, junger Mann. Warten Sie. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, bleiben Sie entspannt. Sie kriegen gleich eine Fahrkarte. So, 1,60. Ich glaube, ich fahre total falsch jetzt gerade. Aber okay. Hallo. Guten Tag. Warte mal, der zeigt an. Siedlung Hohn. 22. Siedlung Hohn. Aber ich bin jetzt hier am Bahnhof. Kann doch nicht sein. Warte mal. Fährt ihr auch in Siedlung Hohn? Doch, da. Ja, alles richtig. Gut, dann ist das so. Woll. Außer, dass die Anzeige da oben einfach nicht stimmt. So, dann müssen wir einmal warten. Ach, guck mal da. Die Laurensbacher Verkehrsgesellschaft. Das sind die blauen Busse hier. Und die sind hier natürlich auch unterwegs. Irgendwie passt die Anzeige da unten nicht von da oben. Ja, ist ja gut. So, gehen wir mal Gas hier. Und. Höhle 1, ja, ist richtig. So ist das, was er mir anzeigt hier. Oh. Ist die Frankenstraße? Irgendwas passt doch hier nicht. Nächster Halt. Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler. Aha. Also irgendwas scheint hier komisch zu sein. So, wir gucken gleich mal hier auf die Fahrpläne. Kleinen Moment. Das ist nämlich die Hauptstraße hier. So, jetzt gucken wir mal hier. Gucken wir mal auf den Fahrplan. Guck mal, hier ist die Hauptstraße. Ist alles richtig hier. Bloß die Ansagen sind falsch. Warte mal. Die Anzeigen sind richtig, die sind richtig, aber hier ist falsch. Aber hier, die Beschilderung ist wieder richtig. Was, ob da ein kleiner Fehler ist und ich vergessen habe, so einen Fix zu installieren. Egal. So, wir fahren auf jeden Fall weiter. Das Einzige, was nicht passt, sind die Ansagen. Weiß gerade auch nicht, woran das liegt, oh. Aber wenn es mehr nicht ist, soll es so sein, wir sind auf jeden Fall auf den richtigen Weg. Ferdinand Porsche Weg.
So. Ich habe einfach eine falsche Zuordnung oder ihr habt da mal eine Idee, woran das Ganze denn auch liegen kann. Boah, scheint wieder ordentlich Stau zu sein hier, ne? Oha. Viel Verkehr hier auf jeden Fall auf der Bundesstraße 479. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, kommen wir jetzt gar nicht rum hier, oder was? Was ist denn da los? Alter, fahren Sie mal. Ja, komm, quetschen wir uns jetzt rein hier. Der Busfahrer hier. Boah, was ist los hier? Der fällt auch gut. Alter, fahren Sie doch hier. Fahren Sie doch. Mensch. Fahren Sie doch zu hier. Hör mal. Fall. Das passt alles, aber irgendwie die Anzeige nicht. Naja, gut. Es sei drum. Wir sind auch pünktlich. Das passt auch soweit. Ist ja auch nicht selbstverständlich für mich und deswegen alles gut, Leute. Ja, so, jetzt einmal auf hier, die Bude. Hallo. Guten Tag. Einmal normal. Bitte. Einmal normal, Manni. Falsche Taste. Jo, Christe. Macht 2,80. Kriegst noch ein bisschen was wieder, ne? Bitteschön. So. So langsam läuft das auch wieder hier mit dem Fahren. Also, wenn ich andere Spiele spiele, da ist das immer... Oh, ist das Schönes. Ich glaube, jetzt bin ich falsch gefahren, ne? Oder? Nee. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Bin ich falsch gefahren? Warte mal, wir gucken mal jetzt. CB-Halle? Parkplatz 2. Nee, ist richtig. Okay. Ist ja geil, die Hallen, ne? Hier ist aber Dresdner Straße, verdammt. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Lalalal. Das ist die Dresdner Straße. Irgendwo bin ich hier falsch abgebogen. Warte mal. Ich glaube, ich bin hier echt der... Warte mal. Bin ich da vorne echt falsch abgebogen? Warte mal. Ich guck mal kurz hier. Ja. Ich hätte da rechts gemusst, ne? Mhm. Ach, Mist! Na gut, können wir drehen, ne? Ist jetzt kein Problem. Kriegen wir hin. So. Boah, diese KI hier, ne? Da denkst du, die bremst, da bremst sie wieder nicht. Wir müssen jetzt hier einmal wenden. Damit wir auch richtig weiterfahren können, denn wir sind falsch. Ich hoffe, ich kann hier wenden. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Ach, verdammt. Wobei, guck mal, wir sind doch wieder richtig. Das sind wieder die dynamischen Pfeile hier. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder in die falsche Richtung. Oh Mann, ey, ich bin froh, dass ich kein richtiger Busfahrer bin. Ich glaube, die Leute würden nie ankommen. Hallo. Oh Mann, ey. Verrückt. So. Die Leute würden echt durchdrehen. Bin ich doch richtig gefahren? Ich dachte schon, ey, ich wäre falsch. Das wäre doch nicht. Sonst wird es ja hier nicht angeschlagen sein. Aber irgendwie scheint da was mit dieser Linie nicht zu funktionieren so richtig. Aber gut. Sei es doch, ne? Ne, da will keiner. So, Siedlerhof. Lalalalala.
Jetzt bin ich vorhin hier schon mal lang gefahren. Wäre natürlich geil, wenn es auch eine Linie gibt nach Siedlunghof, ne? Das ist hier nicht Siedlunghof. Hier ist auf jeden Fall der... Hey, guck mal, hier ist doch der... Wie heißt da hier? Der... Das Depot von der anderen Seite. Ah ja, müsste aber trotzdem richtig sein hier. Guck mal. Da sind noch diese dynamischen Pfeile. Und da wartet halt Bus. So. 13er. Ja. Ja, komm, steigen Sie doch schnell um hier. Ist ja unglaublich. Er hat seinen Führerschein gewonnen. Ja, komm, steigen Sie aus, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Ach, der will rein hier. Na, ja, kommen Sie. Guten Tag. So, da wollen wir mal einschlagen hier. Wollen wir mal rum. So, und weiter geht's. Überholen wir mal kurz den Kollegen hier. Ja, von der Zeit her sind wir gut dabei, würde ich sagen. Alles im grünen Bereich. Oh, jetzt müssen wir hier durch den Kreisverkehr. Das wird ja Katastrophe. Oha. So, jetzt wollen wir einmal hier so. Ja, sieht gut aus. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, hier rum, ne? Ja, sehr gut. Richtung Kraneburg und Bortel. Also scheint auf jeden Fall alles zu passen hier. Ach, hör doch auf zu meckern da hinten, Mensch. Diese unzufriedenen Fahrgäste, verstehe ich gar nicht. Der Bordsteinkanten-Simulator ist wieder unterwegs. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht. Ach, halte Klappe, Manni, Mensch. Komm zu rennen hier. Hallo. Nein, kann ich nicht. Wieder ein bisschen Verkehr, der sich so langsam wieder auflöst. Sind auf jeden Fall gut im Plan hier, im Zeitplan. Ta, 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 ta. Schon wieder so spät geworden für die Aufnahme hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Sängerstraße. Aber da waren wir auch schon. So. Kommen Sie rein, gucken Sie raus. Will keiner. Okay. Schnell rum hier. So, da fahren wir rechts. Boah, komm, zieh rum hier, Kollege. So. So, Lidl. Kann man auch nochmal fesch einkaufen gehen. Und, ist manchmal echt ganz schön eng hier. Boah, ein paar Garagen hier. Und Penny haben wir auch da. Damit wir auch mal alle genannt haben. Jetzt finden wir gleich noch Aldi. Und dann ist alles gut. So, die Viktoriastraße. Aha. Will da jemand raus? Ja, oder einsteigen? Einsteigen will da jemand. August-Bebe-Straße, okay. So. Och Mann, ich kann bremsen häufig, ich will hier. Das ist. Machst du niemandem recht hier. Hallo. Guten Tag. Einmal normal. Einmal normal, junge Frau. Da kriegen sie doch hin. Kriegen wir doch hin. So, ein Einzelticket. Ja, drucken. So. Danke. Bitteschön. Setzen Sie sich mal hin. Wir fahren jetzt weiter. So, ich glaube, ich bin vorhin hier angefangen, ne? Ist wahrscheinlich einfach ein Stück weiter beim Bortel Bahnhof oder so. Dass wir da einfach noch ein Stückchen weiterfahren. Guck mal, ein Rewe haben wir auch noch. Das haben wir immer alle genannt. Nice. So, ach guck mal, Netto. Ah ja, dann. Alles in der Nähe, du. Ne, waren wir vorhin auch schon. Ich glaube, wir fahren einfach nur ein Stück weiter. Einfach die Strecke nochmal zurück. Jetzt haben wir ein bisschen zu früh, aber alles. Ach, komm. Ach, gucken wir mal, können wir schon reingucken hier. Guten Tag. Kommt rein hier.
Ein Einzelticket. Erwachsen, bitte. Ein Einzelticket erwachsen. Ah ja. So, da haben sie es. Bitteschön. Da kriegen sie noch 20 wieder, ne? Bitte. Lalalala. Die Straßentexturen gefallen mir echt besonders gut. Achtung, Huckel. Aufpassen hier. Verkehrsberuhigter Bereich, nennt man sowas. Ich glaube, auf der Hinfahrt bin ich ja darüber gebrettert wie so ein Bekloppten. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt, glaube ich, Bahnhof Bortel. Oh, die Polizei. Ah, ne, erstmal die Borteler Landstraße, genau. Ich glaube, da fahren wir jetzt woanders lang, ne? Bin mir gar nicht sicher. So, jetzt fahren wir hier mal kurz. Ja, komm, fahr rum da. Das passt soweit. Jo. Guck mal, ein paar alte Zechenhäuser. Hat auf jeden Fall echt cooles Flair, die Stadt hier. Und die umliegenden Dörfer. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett aus, sagen wir mal so. Und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Abwechslung hier zu bieten. Ne? Die Heinz-Beck-Straße. So, da raus hier. Jo. Haus Pinkenburg. Ah ja. So. Mal Gas hier ein bisschen. Hier ist nämlich 70. Da kann man mal ein bisschen zügiger fahren hier, um die Strecke zu bewerkstelligen. Oh, da bin ich schon der nächste raus. Da ist der Kollege. Ach, guck mal, hier ist der Bahnhof Bartel. Oh, da fährt gerade Zug ein. Ob ich jetzt gleich hier weiterfahre oder dass ich einfach eine falsche Strecke gefahren bin. Irgendwie kommt mir das alles hier ein bisschen spanisch vor. Es ist nämlich genau die gleiche Strecke, die wir zu Beginn gefahren sind. Aber ich glaube, das müsste dann gleich noch ein bisschen weitergehen. So, jetzt fahren wir erstmal zum Bahnhof hier. Der S-Bahnhof. Dann müssten wir eigentlich gleich wieder rausfahren wahrscheinlich. Und dann gucken wir gleich mal. So. Heißt, wir halten jetzt hier an. Kurz hier. Gucken. So. Da müsste es ja irgendwo hin weitergehen. Rein theoretisch. Hier ist Bortel Bahnhof. Ach, halten Sie die Klappe. So. Jetzt hier einsteigen. So, jetzt sind alle raus hier, oder? Kann ich schon mal zumachen hier. Weiter geht's. Mal gucken, wo wir jetzt lang fahren. Also da bin ich mir echt gespannt. Da müsste ja eigentlich jetzt hier weitergehen. Ist auch wieder Siedlung Bull. Verstehe nicht. Nochmal hier rum. Ach da. So, okay. Da geht's weiter. Vorhin stand da nämlich Post. Na komm, wird hier noch grün? Oder bleibt das jetzt so? Schon komisch irgendwie, ne? Machen wir ein Screen hier. Ja, was macht der denn da? Ach komm. Ja gut, da bin ich ein bisschen weit. Ja, komm. Fahren sie vorbei da. Ach, Leute. Das ist hier, was so. Was ist denn jetzt hier mit Grün und so?
Jetzt. Jo. So, müssen wir einmal hier rum. Bin mal gespannt, ob ich jetzt woanders lang fahre. Weil irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass wir immer noch die... die gleiche Strecke fahren. Oder sind wir vorhin rechts rum? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, wir sind vorhin hier auch lang gefahren. Oder sind wir links rum? Ich weiß das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ging es jetzt hier weiter. Ach, da vorne ist eine Bushaltestelle. So. Die Zeit passt auch soweit. Scheint auch alles zu klappen. Und auch wieder Siedlung Hof. Halten wir gleich mal an. Der Junge mit will. Jetzt los hier. So, okay. Hier will er nicht. Also vorhin habe ich hier auch lang gefahren. Siedlung holen. Ja komm, die kriegen wir noch. So, jetzt fahre ich die gleiche Strecke wieder wie vorhin. Also irgendwas... irgendwas stimmt hier nicht. Aber warte mal, wir können mal hier auf den Fahrplan gucken. Nee, schon richtig. Ah ja. Ah, wir sind von links und jetzt fahre ich hier rechts. Ah ja. Das passt schon alles. Das war irgendwie in falscher Reihenfolge. Also die Anzeige passt, aber irgendwie verarbeitet er das andere nicht. Egal. Aber auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Es sind, glaube ich, noch 2-3 Haltestellen. Und dann haben wir auch die Fahrt hier abgeschlossen. Ach, guck mal hier. Ein paar Windräder haben wir hier. So. Müssen wir. Ach, guck mal, hier ist so eine Sackgasse. Ach, da, Siedlung Hohn. Super. Ist ausgeschildert. Ja, immer scheint da jetzt auch, ja, bei Umsiese zu sein. Hätte auch sein können, dass er das Teil immer aus- und wieder einschalten muss. Dass es dann geklappt hätte. So, jetzt sind wir wieder hier in Alheim. Siedlung Hohn. Achtung hier, verkehrsberuhigter Bereich. Alarm Opelweg. Ah, guck mal, jetzt passt das hier. Mit den... ah ja. Okay. Schöne Siedlung hier. Kann sie echt sehen lassen. Auf jeden Fall sind wir pünktlich da. Und... so, Gottlieb Daimler Weg. Ja, dann ist jetzt hier Endstelle, ne? Dann haben wir das geschafft, Leute. Ja, war mal wieder eine interessante Folge, wo ich mal wieder ein bisschen verpeilt war, wie immer. Aber das kennt ihr ja, ne? Ich bin ja kein normaler Busfahrer. Ich glaube auch niemand wird mir Bus freiwillig fahren wollen. Es sei denn, der möchte Bordsteine erleben oder will irgendwie einen Wirbel eingereckt haben. So. Ne, hier ist erst Ferdinand Porsche. Und dann kommt... ah ja. Dann sind wir, glaube ich, jetzt gleich fertig. Mal kurz hier auf und zu. Passt soweit. Und dann kommt noch, glaube ich, die nächste Straße. Und dann sind wir fertig, ne? Gucken wir mal. Ah ja. Hier fährt der NW6 lang und wir fahren weiter geradeaus. Wahrscheinlich hier so Wendehammer. Jo, so sieht's aus. So, wir sind angekommen. Siedlung Horn.
Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mal wieder hier mit einer Folge zu, OMSI 2, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder, dass ihr mit dabei wart und ja, sag mal bis nächste Woche in OMSI, ne? Bis dahin. Tschö, ciao, bye, bye. Euer Homer.